Hallo Hans, herzlich willkommen, alles gut bei dir? Prima. Gut, wir reden über UMS und CS, ich könnte es anders sein. Schau mal, ich habe hier etwas bekommen. Das ist nicht so wichtig, da geht es um einen Herrn, der das irgendwie bekommen hat. Aber wichtig ist, der UBS-Kunde hat einen Brief bekommen von der UBS, wo sich die Bank bedankt. Für 30 Jahre Kundenbeziehung. Und was gibt es zum Dank? Als Gäste lassen wir Ihnen einen Gutschein für einen Zopf zukommen. Ein Zopf? Ah, das ist gut für mich als Bäck. Ja, das ist super, ja. Also ist jetzt da die UBS auf einer Goodwill-Tour, um die Übernahme, den Kauf von dieser CS auch beim Volk ins rechte Licht zu rücken? Ja. Es ist ja erstaunlich, dass gerade an den UBS kommt, oder? Wir haben jetzt schon darüber geredet, dass halt bei der CS einfach Kunden und Kundenberater davonlaufen. Aber das Gleiche passiert wahrscheinlich auch. Oder sie haben Angst bei der Bank, dass es auch auf der UBS-Seite passiert, dass Kundenberater und Kunden davonlaufen anfangen. Und dann ist natürlich ein Zopf, da vom Zopfbeck von Zürich, ist natürlich eine gute Sache. Ein grosser Zopf als Gucci, nicht einmal Auslieferdienst für 30 Jahre Treue zur UBS. Das ist noch etwas. Und kommt dazu, ja, bei den Übernahmen, bei den Fusionen im Bankgeschäft ist oft 1 plus 1, nicht einmal 1,5. Irgendwie sind so Geschichten nicht so einfach. Aber gut, jetzt geht es ja noch um etwas anderes. Die Schweiz hat beschlossen, einen PUC zu machen. Was ist ein PUC? Das ist eine parlamentarische Untersuchungskommission. Und das ist noch schon richtig, dass ich mich gar nicht mehr genau erinnere. Das ist noch nicht manchmal passiert. Wir haben in der ganzen Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft 4 PUCs gehabt. Ist mir auch ins Bild in die Augen gestochen, die Auflistung von den PUCs, die es gegeben hat. Elisabeth Kopp war noch dazu mal. Hat es einige Ich meinte, Fischer-Affäre. Fischer sicher mit Neuberger, also du kannst richtig Karriere machen. Du kannst mit Moritz Neuberger. Und dann hat es eine kleine Häufung gegeben, glaube ich. Mit Pensionskassen Pensionskasse vom Bund. So. Dann ganz eine lange Phase gekommen. Jetzt haben wir, glaube ich, sagen Sie etwas, 20 Jahre keinen Bock mehr gehabt. Das ist wirklich jetzt wieder einmal ein Highlight so gesehen. Was erwartest du von dieser Buck in Sachen UBS-CS? Also Buck hat zwei Aufgaben. Oder? Sie muss, also hey, zuerst, es ist sicher richtig, dass man Buck macht, oder? Wieso? Ja, kommen wir darauf, oder? Und sie hat zwei Aufgaben. Einerseits muss sie abklären, wer ist verantwortlich für das, was passiert ist? Jetzt, da haben wir auch schon drüber geredet. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich, das steht im Gesetz, aber das ist ja nicht der Punkt von der Buch. Buch muss die politische Verantwortung anschauen. Und die zweite Sache, die Buch muss, sollte machen, ist, ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Also, das ist eigentlich ein politisches Gremium, also nicht nur eigentlich. Ja, es ist eine scharfe Waffe, wenn nicht die Schärfe vom Parlament. Und das Parlament ist eben die Volksvertretung. Ja. Wir delegieren, gerade in diesem Jahr wieder mit den Wahlen, unsere Leute ins Parlament und die kontrollieren die Regierung und machen das Gesetz. Oder so ist unser Staat aufgebaut. Und wenn dann das Parlament, also die Volksvertretung, findet, etwas ist nicht gut im Staat der Schweiz, gibt es eben so eine Kommission. Und jetzt, also du hast gesagt, es ist richtig, so eine auf beide Stellen. Warum ist es richtig, warum ist es nötig? Wir haben nach der Krise von der UBS 2008 haben wir ein riesen neues Gesetzeswerk gemacht und das Regelwerk und Aufsicht und all Jahres Berichtli über die Finanzstabilität und Too Big to Fail und so Zeugs. Das ist alles total gescheitert in der Politik. Ich meine, dass CS einen lausigen Job gemacht hat in den letzten 15 Jahren, das wissen wir, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was ist denn schiefgegangen auf der politischen Ebene? Da gibt es entweder den Bundesrat, oder? Das ist unsere Regierung. Und eigentlich, wenn es um Gesetzgebung geht, ist es das Parlament. Aber das ist ja das Parlament, und jetzt die eigenen Fehler auslöst. Genau. Und das Parlament, die machen Gesetz. Natürlich macht der Bundesrat und die Administration und all die Beamten machen die Vorschläge, aber entscheiden darüber tut das Parlament. Und das Parlament hat in dieser Frage, also sie haben damals das Too Big to Fail Konzept verabschiedet, was etwas too stupid. Und es fehlt, oder? Es ist in die Hose, weil man hat gar nicht probiert, das einzusetzen. Und dafür ist eigentlich das Parlament verantwortlich. Weil das Parlament eben als sogenannte Legislative, welche die Gesetze schreiben und verabschieden, mit allenfalls dann noch einer Volksabstimmung, je nachdem, oder? Dann sind wir als Souverän die ultimative Weichenstellerin. Das Parlament
hat eben einen grossen Anteil an dieser Geschichte, ja. UBS und CS. Ja. Und jetzt sagst du aber, wenn das also so ist, bringt es denn überhaupt etwas, wenn also das Parlament, eine Kommission, eine Auswahl von ein paar Leuten jetzt sich selber muss eigentlich kritisieren? Ja, es muss oft schon noch Bestimmungen machen, was es falsch gemacht hat. Es könnte ja sein, oder? Das ist mit einem Auffall, es könnte ja sein, dass das Parlament eine richtige Gesetzgebung gemacht hat, too big to fail, und dass dann der Bundesrat und FINMA jetzt die Hose wohl gehabt haben und nicht gedroht haben, das Konzept umzusetzen. Aber ich denke, das Konzept ist falsch gewesen. Und es ist nicht so, dass das Parlament das einfach halt durchgewinkt hat. Es hat eine Alternative gegeben. Ganz eine komische Allianz zwischen den Grünen und der SVP. Die haben damals gesagt, nach dem UBS-Knall, wir wollen ein Trennbankensystem. Und die sogenannten Bürgerlichen, also die Mitte, die CVP damals und die FDP, die haben das verhindert. Und heute ließ ich in der FDP-Zeitung, vom Chefredakteur Edi Guyen, ließ ich den Hauptverantwortlichen, sagt der Altbundesrat Uri Maurer, dabei hat seine Partei, und er schreibt nicht einmal darüber, hat verhindert, dass der Vorschlag, der wahrscheinlich richtig ist, nach meiner Meinung immer noch richtig ist, Trennbankensystem, wäre vernünftig. Also hat seine Partei, Meri Guyen seine Partei, die FDP, hat es verhindert. Das meinst du? Ja, die hat es verhindert. Und, also, und du redest von Meri Guyen von der NZZ, ja. Oder? Und das ist nahe bei der FDP. Wir haben sogar müssen Mitglied sein, glaube ich, um können eine Aktie kaufen. Ich kann mal einen wieder kaufen. Okay. Also, und du sagst, gut, es ist auch ein Schwarz-Peter-Spiel und wir sind jetzt 20 Jahre weiter oder 15 und die Geschichte wird wieder anders. Aber du sagst eigentlich, die PUC, ja, die Kommission hat den Auftrag, vielleicht sogar die eigenen Fehler, also sich im Parlament anzuschauen, vielleicht aber eben ist der Fehler dann doch bei der FINMA passiert und so weiter. Gut, und dann werden wir ein Resultat haben. Immer nicht. Sag ich jetzt so. Ja, irgendwie so. Und dann, was ist dann? Dann müssen wir Nägel mit Köpfen machen. Können wir überhaupt? Wir haben jetzt die riesige UBS. Ja. Was machen wir dann? Ja, vielleicht schrumpft die ja bis dann so weit, dass sie dann nicht mehr viel grösser ist, als sie war, oder? Nein, ich denke, das Parlament oder die PUC muss überlegen, was man muss ändern. Und ich denke, das Minimum ist, dass man würde sagen, man macht das Trennbankensystem. Und ich bin auch noch der Meinung, wir müssen ein Boni-Verbot machen für Banken. Aber es hat heute in der Zeitung einen Vorschlag vom ehemaligen Wirtschaftschef. Geier. Nein. Aber das ist von der Bundesbank. Gut, wer erinnert? Der liberalste Mensch in der Schweiz. Der Gewerkschaftschef als liberaler Mensch, gut, okay, ich habe es nicht gesehen. Oh, das weißt du schon, wer es ist? Es sind der Bücher. Nein, der Kappeler. Ja, der Kappeler. Ah, das ist aber nicht... Ah, ja gut. Okay. Jawohl, er kommt ja von der linken Seite. Ja, der B.A. Kappeler, grosse Figur, ein journalistisch begabter Mensch, ein Bücherschreiber und das stimmt, das war in der Gewerkschaftsszene. Ja, der ist groß. Und was sagt er? Ja, er geht viel, viel weiter als das Trennbankensystem. Er sagt, wir müssen über die Bank anschreiben, hier können Sie Ihr Geld verlieren. Oder? Und hat er Lösung. Er sagt, es braucht gar keine Banken. Es braucht Postfinanz und Vermögensverwaltungsbanken. Und vielleicht noch ein paar Kantonalbanken. Aber wenn die dir richtig machen, musst du ja eigentlich das Bankenwesen in der Schweiz mal kurz halbieren oder noch mehr. Ja, gut. Das ist natürlich weltweit. Das ist ja nicht nur ein Schweizer Thema, es ist ein weltweites Thema. Über das müssten wir ein anderes Mal reden. Stabilität vom Finanzsystem. Ja. Aber du sagst ganz klar, Trennbankensystem als Minimum, oder? Gehen wir Bonusverbot und so weiter, aber gehen wir mal von dem Trennbankensystem aus. Und das heisst doch dann aber, dann muss die UBS ja abzotteln, weil die kann ja das nicht akzeptieren. Die will ja immer grösser werden und vor allem, dass alles zusammenbleibt, Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Also die UBS, das muss ich ihr zugutehalten, nach 2008 hat sie ihr Investmentbanking sehr stark abgefahren und vor allem im Dienst vom Vermögensverwaltungsgeschäft, institutionell und auch privat gestellt. Also dort haben sie es viel besser gemacht als... Ja, als klar, aber jetzt sind es bei 1700 Milliarden Bilanzsumme, davon ein Viertel Investmentbanking, weißt du, das ist immer noch gross. Ja. Und wenn deine Lösung kommt, in einem Jahr oder wenn auch immer, durch die PUC ausgelöst, dann muss doch die UBS Zelt in der Schweiz als Konzern abbrechen. Dann gäbe es einfach nur UBS Schweiz und der Rest wäre außerhalb von der Schweiz. Ja, wäre wahrscheinlich eine gute Lösung, ja. Nein, dann ist die UBS weg. Das kann doch nicht im Interesse von der Schweiz sein. Die UBS ist der grösste private Vermögensverwalter der Welt. Und über das reden wir nicht.
Das hat sogar beim Kappler, im Kappler-Modell hat die Platz. Aber der ganze andere Teil, das, ja, das Investmentbanking, das strukturierte Handel und so, das muss dann weg. Und dort können wir dann auch wieder Boni zahlen, oder? Das sind ja Leute, die nur wegen Bonus arbeiten und wegen nichts anderem. Und die muss man einfach zum Banken, zum Finanzsystem rausnehmen.